Wie Witzwein entsteht. Witzwein wird aus der Lachbeere gekeltert, die im Grinsewald wächst. Man wirft die Lachbeere in ein gut mit Sirup gefülltes Fass. Gibt man einen Witz hinzu, produziert man die lachende Lachbeere blubbernde Bläschen, was? So erreicht der Witzwein in jahrelanger Humorarbeit seine vollendete Reife, natürlich. Ach so, Vater des Witzweins und erster Schlossherr in Vino Veritas. Okay. Sag mal, nix hier weg hier. Oh, was für ein großes Gebiet. Moment, mir fällt gerade ein, ich sollte trotzdem Marit schon mal einen Pilz geben. Einfach nur so, es kann immer was passieren. Wow, wir haben ein Riesenlabyrinth und ich habe keine Ahnung, wo ich hingehe. Also hier sind auch überall Wände, das heißt, ich kann nicht frei rumlaufen. Ich kann so hier, guck, hier kann ich nicht hin, hier kann ich nicht hin, hier kann ich irgendwie durch. Alles klar. Boah, was? Hier komme ich irgendwie nicht weiter. Ah, so, okay. Bin jetzt hier. Moment. Okay, hier habe ich jetzt irgendwie einen Hänger. Oder muss ich hier entlang? Oh, sieht doch gut aus. So, hier lang, okay. Ja. Okay, und dann bin ich auch da. Moment. Ah, ich kann, ja. Aha, okay, alles klar. okay, Moment. Ich darf nicht immer so wechseln, wie ich will. Alles klar, gut. Oh nö, was ist das für einer? Haben wir es auch langsam gemerkt? Alles klar, nichts wie hinterher. Wir haben, oh, keine Ahnung, was ist, aber wir müssten ihn hier aggressiv verfolgen. Hier lang. Das war knapp. Claude, der Meisterdieb, um ein Haar auf frischer Tat ertappt. Ey. Verdammt, was? Euch zeige ich's. Hey, Azubi, mach schon! Jo, Chef. Was? Das ist Bowser! Hey, Azubi, dein Auftritt, der rote und der grüne da, mach sie fertig! Jawohl! Nö, du bist doch Bowser. Der rote und der grüne, die zwei kenne ich doch von irgendwoher. Was, Azubi, du kennst die zwei? Irgendwie freue ich mich total, die Nasen hier zu sehen, aber dann diese ekligen Rotzbremsen. Quatsch, keine Opern! Ihr seid doch hinter den legendären Coupé extrem her, genau wie ich. Oh, ihr dürft mir nicht zuvorkommen. So weil ich der berühmte Meisterdieb Cloud bin, ich finde die Kuvée extrem vor euch. Azubi, auf sie! Ich verstehe das nicht. Der ist Meisterdieb. Wie kann man eine Ausbildung als Meisterdieb machen? Und wieso sieht der Typ aus wie Bowser? Ich würde sagen, Bowser Azubi. Cooler Name. Okay, ich würde sagen, also natürlich ist das ein dicker Bossfight und ich stürze mich zuerst auf den Kleinen da. Und Bowser, ja, den können wir mal danach. Was macht ihr denn mit meinem Chef? Oh, okay. Bowser Zubi rastet aus und ich krieg voll alle Hämmer ab. Ich schaff's gar nicht mal anständig auszuweichen. Und zack. Aber irgendwie mache ich jetzt viel mehr Schaden, kann das sein, als vorher so in diesem anderen Bossfight. Ja, komm mal her. Oh, scheiße, er hat mich erwischt. Was, der hat mir einen Pilz geklaut? Ey, irgendwie schaffe ich es nicht auszuweichen, das ist komisch. Und zack. Und Bowser rastet immer voll aus, wenn ich den anderen angreife. Wird mal Zeit, wie er selber Pilze zu snacken hier. So. Und der snackt meinen Pilz, das geht doch so nicht. Ah, fuck, Alter, wieso schaffe ich das nicht? Komm schon, bam. Und jetzt rastet der wieder aus. Oh, ich habe es mit Luigi auch irgendwie mal geschafft. Jawohl. Und zack und zack und bam. Und der geht der Kleine kaputt. Und Bowser Zubi. So muss man ihn immer nennen. Rastet jetzt auch noch aus. Aber jetzt schmeißen wir uns auf ihn. Mit seiner komischen blauen Maske. Nicht, dass man ihn nicht erkennt dadurch. So. Komische Sachen spielen sich nämlich hier ab. Und der kann nichts als Hämmer werfen. Okay. So, der Bowser, den ich kenne, der konnte viel mehr. Und Marke gehen seine Punkte aus. Okay. Was macht der denn jetzt?
Wenn ich die Bärte nur sehe, dann kommt es mir ganz heiß aus dem Magen. Was? Er macht eine Feuerattacke. Was war das? Okay, ist sich wohl nicht bewusst, dass er auch Flammenattacken drauf hat. Ein Sirup für Mario. Der immer in einen Happen gegessen wird. Und jetzt kriegt er hier auch noch einen ab. Oh, jetzt macht er auf einmal schön viele Feuerattacken. Aber ich muss sagen, die sind viel einfacher auszuweichen als die Hämmer. Pam. Und der ist für dich. Und da. Und pam. Und da geht er kaputt. Oh yeah, grünen Pfeffer und ein One-Up-Pilz. Und massig Erfahrungspunkte für mich. Aber ich würde sagen, da irgendwie beide, würde ich mal sagen, oder eher Mario sogar wenig einstecken kann, muss die Verteidigung hoch. Aber bei Luigi weiß es noch nicht. Da würde ich... naja, mehr Angriff immer noch. 3, yes, super. Azubi, was soll das? Ist das der Dank dafür, dass ich dich aufgenommen habe, als du in den Bergen auf der Suche nach deinem Gedächtnis warst? Oh, das erklärt einiges. Entschuldigung. Na, das ist ja jetzt auch egal. Wir müssen nur den Kobe extrem in die Finger kriegen. Kümmere dich nicht weiter um diese Typen. Azubi, los, Abmarsch! Was? Tschüss. Oh Mann. Das war ganz schön schräg. Aber hier ist nichts, also gehen wir nach links. Und hier haben wir einen Ausgang. Was haben wir denn hier sonst noch? Können wir das nicht? Ups, wir haben es zerstört. Oh, cool, Barock. Wie, was? Ich bin gerettet. Gestatten, Graf Bohn, der hiesige Hausherr. Ich bin sein Bruder, Graf Bohn DJ. Was heißt das? Zwei seltsame Gestalten hatten uns dieses Fass gezwängt. Ihr habt uns gerettet, oder? Ja, haben wir. Jetzt gibt uns Geld. Oh, fassen wir zusammen. Die Übeltäter sind hinter dem Kuvé extrem her, die tief im Wald versteckt ist. Und ihr wollt also auch die Kuvé extrem finden? Ja, aber niemand weiß, ob dieser legendäre Witzwein wirklich existiert. Selbst wir haben die Kuvé extrem noch nie getrunken oder auch nur gesehen. Das Innere des Grenzwaldes ist ein heiliges Sanktuarium. Der Weg dorthin ist beschwerlich. Okay. Aber wir können springen. Ihr springt auf eure Gegner und wir können hämmern. Jetzt zerschlagt Felsen mit dem Hammer, um den Weg durch den Wald zu erschließen. Nun, wir beide kennen die Tücken und Tiefen des Waldes. Aber ich hege Zweifel, ob eure Kompetenzen wirklich genügen. Ach, Brüderchen, vielleicht mit ihren Hämmern. Was? Ehrlich gesagt, diesen Gedanken hatte ich auch schon. Einen Moment bitte. Und da sind sie weggegangen. Na toll. Oh, guck mal. Eine Geldanlage für... Moment, für mich. Ey, irgendwie... So, jetzt. Alles klar, ich war einfach nur ein bisschen zu dumm. So, hau alles weg. Haben wir hier oben auch noch was Geiles? Nicht wirklich, oder? Okay, dann kann ich auch wieder gehen. Erstmal speichern. Ich meine, wir haben schon lange nicht mehr gespeichert. Wird auch mal Zeit. Alles klar. Nicht ausschalten und Gamepack nicht entfernen. Gamepack, das ist ja vom Gamecube das. Also, weil gerade bei dem Spiel hat man sehr viel dafür geworben. Oh, das könnt ihr auf Gamecube zocken, das ist mega geil und so. Deswegen. Also, wir mussten uns eben kurz besprechen. Da ihr uns gerettet habt, bringen wir euch zum Dank zwei Hammeraktionen bei. Diese Hammeraktionen werden seit ihr in unserer Chateau, unserem Chateau von einer Generation zur nächsten überliefert. Wenn ihr sie beherrscht, werden sie euch im Wald wahrscheinlich von großem Nutzen sein. Wollt ihr neue Hammeraktionen lernen? Ja. Oh, eine lustige Mario Bros. Musik. Zeig mir deinen Hammer. Jetzt kommt ein Tutorial. Ich spoilere schon mal. Verstehe, mit diesem Hammer drücke zunächst L, um den Hammer auszuwählen. Okay. Ja, jetzt kommt erstmal eine Pause, weil man muss ja auf dem Dings erst den L-Knopf suchen, denken die Entwickler. Ja. Okay, und dann können wir halt draufhauen. Die Hammeraktion stammt aus einer geheimen Überlieferung. Schwing den Hammer hoch und verinnerliche die Kraft des Waldes, dann schlage geschmeidig zu. Durch die Prozedur wird man zum Zwerg und passt durch jedes Mauseloch. In dieser Größe erlebt man so manches kleines Abenteuer. Ein weiterer Hammerschlag macht das Schrumpfen rückgängig. Probier es auch mal aus. Okay, anstatt jetzt, dass Mario sich aufregt, können wir ihn klein machen. Oh, schon beim ersten Mal beherrscht er die Waldenergie und den geschmeidigen Schlag. Nun gut, jetzt die Rückverwandlung. Nö. Okay, wenn es sein muss. Exzellent, du bist ein Naturtalent.
Gut, und jetzt zeig mir deinen Hammer, mein roter Freund. Da hast du. Vor allem deren Hammer, den muss man sich angucken und analysieren. Okay. Hammer aussehen mit L. Wo ist L? Ich weiß nicht, wie man diesen Controller hält. Dieses Game Boy Advance. Okay. Luigi können wir in den Boden schlagen. Das ist die eigentliche Hammeraktion. Nun, die Energie der Erde, was nutze die und schlage. Ja, bla bla bla. Okay. Okay. Ja, ach so, man kann sich also unterirdisch bewegen. Und mit A kann man wieder auftauchen. Das Tauschen, reinhauen und... Ups, jetzt habe ich den ganzen Dialog kaputt gemacht. Egal. Nun kommen wir zur Praxis. Zum Einsatz der Hammeraktion. Verwendet die gelernten Aktionen aus den Zimmern rechts zwei Kelche zu holen. Diese beiden Kristallgläser stellen kostbare Schätze dar. Das sind die Wunder vom Boden, ja. Ihr Glanz passt zu euch beiden. Okay, okay. Alles klar, wir müssen die Kelche holen, aber wir gehen einfach in die falsche Richtung. Aber hier ist auch nichts, oder? Nee, okay. Dann rennen wir mal voran. Ach ja, dadurch, dass wir jetzt Luigi in den Boden schlagen können, hier sind ja immer so Kreise oder sowas. Da können wir mal Grinsebohnen, ich glaube, es sind immer Grinsebohnen, kann das sein, mal rausholen auf jeden Fall. So, hier, warte mal, oh, oder warte, erstmal groß machen. Hier zum Beispiel können wir nur Mario durchlassen, weil hier ist der Stahlboden und das heißt, Luigi kann man hier nicht durchschlagen. Hier kann er nur drumherum. Das heißt, hier muss schon Mario alleine rein und das erste Mal kann man sich alleine auch aufhalten, so wirklich. Also mit Start können wir mal wechseln. Und holen einen roten Kelch. Gut, und kann wieder zurückrennen. Das heißt, die sind dann auch wieder zusammen unterwegs. Und das gleiche im Moment. Was steht hier? Maulwurfszimmer. Was? Bei Kriechgängen unter dem Zaun Verschmutzungsgefahr. Okay. Keine Reinigungskosten. Haftpflicht. Und da können wir jetzt hier... Ach so. Ja, okay, dann geht das hier auf. Und dann können wir uns dahin starten und mit Super Jump aufmachen und den grünen Kelch holen. Und jetzt geht's wieder zurück. Pam. Oh, boah, wie die abgehen. Oh, der rote und der grüne Kelch. Ihr habt die beiden Kelche gefunden. Fabulös, da ihr die Hammeraktion jetzt perfekt beherrscht, können wir euch nichts mehr beibringen. Wohlan, ihr werten Herren. Betretet den Wald und findet die legendäre Kuwe Extrem. Okay. Dann, warte, hier geht's raus, ne? Ja. Alles klar. Oh, okay, sieht schon ein bisschen waldiger hier aus. Was sagt das? Grinserwald. Hm, ja, schon, das sieht schon eher nach Naturschutzgebiet aus. Und da haben wir ein Item. Und ich will das, ein Pilz. So, was ist ein Stachelvieh? Ich greife mich einfach mal so an. Okay. Den hauen wir natürlich weg. Pieksnuss. Oh, und der haut Luigi voll weg. Pam. Okay, immer schon mit dem Hammer angreifen, ne? Und in Wirklichkeit sind das immer so Bohnen. Diese elenden. Alles klar, hauen wir die auch mal weg. Ja, so Stachel, wie heißen die? Pieksnüsse. Sind einfach nur eingepackte. Bohnen, auch wenn die voll anders aussehen vorher. Und dann können wir sie auch kaputt schlagen oder draufspringen oder worauf immer wir Bock haben. Und jetzt kann ich auch hier durch. Okay. Sirup, Geld. Und ein Pilz. Und hier haben wir eine Röhre. Das heißt, wir können nach Lust und Laune wieder zurück zum Sternschnuppenfeld. Hier waren wir ja schon mal, ne? Kennen wir alles. Das heißt, wir können uns jetzt immer zwischen diesen beiden Orten teleportieren. 1 und 5. Können auch hier wieder raus dann. Und hier geht's auch weiter. So. Oh, hier sind noch mehr Stachelfische. Oh, jetzt kommen richtig viele Stachelfische. Ich habe einmal raus, was ist dann los. Gehen wir doch mal hier lang. Eine Karte. Auf dieser Karte könnt ihr erkennen, wo ihr seid und wo ich die Speicherblöcke befinden. Seht ihr euch an, wenn ihr euch im Verlies verlaufen habt. Okay, also hier kommt ein kleiner Raum und dann ein großer, wo man speichern kann. Wow, schön detailliert, würde ich mal sagen. Auch mit diesen ganzen Umrissen und sowas. Also hier, dass sie ein bisschen kaputt ist und sowas. Sieht nicht schlecht aus, ja. Alles klar, hier kommt wohl eine der einfachsten Proben. Einfach hier durch, zack. Und Tor auf. Und dann kommen wir hier rauf. Und
jetzt einen Speicherblock? Ja, dann würde ich sagen, speichere ich hier auch erstmal ab und mache erstmal ein Kaffeepäuschen. Ja, ist wunderschön ausgerückt. Und dann beim nächsten Mal hauen wir die ganzen Gegner alle platt mit unseren Hämmern, unseren männlichen Sprüngen, wie es nur so geht. Also, bis zum nächsten Mal.